Das ist einer der besten Burger meines Lebens. Ich schwöre euch bei meinem Leben. Hallo, Lieben, und schön, dass ihr am Start seid. Mit meinem guten Ferdi hier. Grüß dich, Ferdi. Was geht, Brudi? Ja, alles gut bei mir. Alles gut bei dir auch? Geht so. Ich habe gerade 7 Millionen Scoville-Intus und mein deutscher Bruder hat mich gerufen. Dann bin ich natürlich direkt gekommen. Das ist sehr belastend, ja. Das ist sehr belastend. Aber ich hoffe, der Darm macht noch keinen Alarm. Ja, das kriegen wir hin. Sehr geil. Die Mission für heute. Ich erkläre dich noch mal kurz auf, weil du wusstest bis jetzt auch gar nicht ganz genau, worum es geht. Ich habe gesagt, Ferdi, komm, wir legen los. Ich habe was Geiles. Du bist am Start. Wir werden heute The Champions Burger testen. The Champions Burger ist unter dem Aspekt, also das ist ein Festival mit 9 oder 12 Food Trucks, muss ich gleich nochmal fragen. Das Ziel ist es, vom Festival, also haben die selber ausgeschrieben, es sind, ich meine Worte, den besten Burger Deutschlands zu suchen. Ja. Jeder, der möchte, kann, also jetzt von euch, von wem auch immer, kann da hingehen, die Burger testen und bewerten. Dann kriegt man so eine Karte und nach jeder Stadt, das ist in 6 Städten, glaube ich, 6, 8, 9 Städten, nach jeder Stadt wird dann ein Champion gekürt. So. Und dann kann man auch sehen, wer ist Platz 1, Platz 2, Platz 3 und so. Und am Ende des Festivals gibt es dann natürlich den Super Champion, den besten Burger Deutschlands. Das ist wie die Champions League der Burger, ne? Ganz genau, so ist das. Und wir haben uns gedacht, wir beide, weil wir können uns ja nicht jetzt komplett kaputt machen. Definitiv. Wir gehen hin, wir testen, ich teste auf meinem Kanal 3 Burger. Du testet auf deinem Kanal 3 und dann könnt ihr nach dem Video, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Burger, einfach rüber switchen zu Ferdi. Er wird die gleiche Ansage bei sich gleich genau, machen. Genau, das werdet ihr bei mir auch hören. Also ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Wir sind übrigens in Berlin, Freunde. Wir sind in Berlin, habe ich nicht gesagt. Ne? Du vergisst es immer. Ich vergesse immer. Nein, ich glaube, ich habe gesagt. Ja, ist egal. Wir sind in Berlin. Ja. Ich hätte Bock, auch in den nächsten Städten noch die weiteren Burger zu testen. Und jetzt mache ich Folgendes, Ferdi. Pass mal auf, was ich jetzt mache. Jetzt werde ich mich selber pushen. Jetzt werde ich selber das Video pushen. Und zwar ist das Konzept, ich habe mir gedacht, um ein bisschen Algorithmus zu pushen, ich hau noch mal einen 100er in die Kommentare rein. Okay. Ihr müsst einfach kommentieren. 12.500 Likes habe ich mir überlegt. Dann geht ein 100er in die Kommentare. An euch, Gutschein, einfach irgendwas in die Kommentare schreiben. Und wenn wir die 1.000 Kommentare erreichen, geht noch mal ein 100er rein. Da ziehe ich mit, Freunde. Ja. Das wird es bei mir dann auch geben. Ja, so machen wir das. Dann haben wir das schon mal gepusht. Und wir gehen rein. Ich habe noch eine Idee, wie wir das pushen. Ja, komm mal mit. Wie pushen wir das Ganze? Wir pushen mal. Guck mal, ich habe mir überlegt, ne? Wer weniger Punkte erreicht, der wird das hier anziehen müssen. Nein, doch, nach links. Warte, wie machen wir das? Ich check das nicht. Du zählst deine 3 Punkte der Burgervergabe zusammen. Wir bewerten ja knallhart ehrlich. Du musst trotzdem ehrlich bewerten. Okay, und wer weniger? Der muss dir das Röckchen hier anziehen. Ja, und wo machen wir das? Hast du Bock, mal neue Perspektiven zu entdecken? Definitiv. Hättest du Bock, auch so ein bisschen deinen Horizont zu erweitern? Bruder, ich vertraue dir nicht, aber ja, hab ich. Hättest du so Bock auf so dieses Aha-Moment, weißt du? Ja, sehr gerne, natürlich. Ja? Dann lass mal eben um die Ecke gehen. Nein, ich meine ernst. So, Ferdi, jetzt einfach Mund halten, nichts sagen, zurücklehnen und einfach genießen. Was jetzt passiert, lass einfach auf dich wirken. Und für euch jetzt auch einmal. Mir ist natürlich auch sehr daran gelegen, euch was Gutes zu tun, mir was Gutes zu tun. Deshalb möchte ich euch so einmal über mich, über meine Persönlichkeitsentwicklung was Wichtiges sagen. Ihr denkt jetzt, das kommt der letzte Mist, aber ich meine es vollkommen ernst. Wenn ich euch jetzt einfach mal sagen müsste, was mich dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin von der Persönlichkeitsentwicklung oder generell, was ich erreicht habe, muss jeder für euch selber wissen, was. Aber ich bin sehr stolz darauf, was ich jetzt geschaffen habe. Da würde ich euch sagen, Wissen. Wissen hat mich hier hingebracht, zum großen Teil. Ich fand es immer früher interessant, was machen erfolgreiche Menschen. Wie denken erfolgreiche Menschen. Hab mir das reingezogen. Ich habe Bücher gelesen wie Rich Dad Poor Dad, Gesetz der Gewinner, Bodo Schäfer, Think and Grow Rich. Und es hat mich Jahre nach vorne katapultiert. Aber ich weiß auch genau, ihr da draußen, ihr werdet euch jetzt kein Buch bestellen. Aber ich kann euch wirklich von Herzen sagen, bringt euch nach vorne von der Persönlichkeit. Es spart euch Zeit, es macht euch das Leben schöner, erfolgreicher und besser. Und da kommt Blinkist ins Spiel, der Sponsor der heutigen Folge. Könnt ihr per App runterladen, könnt ihr auf dem Browser nutzen. Blinkist fasst euch Bücher zusammen. Ein ganzes Buch in 15 Minuten, die ganzen Fakten runtergerattert. Könnt ihr euch als Hörspiel reinziehen. Bam, habe ich damals gemacht, als ich Vater wurde, keine Zeit gehabt, Bücher zu lesen. Ihr verbringt auch mal geiler Zeit, nicht abends den ganzen Tag TikTok scrollen und so. Das macht krank, ich schwör's euch. Ich hab's mir schon längst abgewöhnt. Es macht kaputt. Danke, Blinkist, für das Sponsoring. Geht ab in die Videobeschreibung. 40% Rabatt, 7 Tage kostenlos. Einfach abchecken. 7 Tage kostenlos, alles perfekt. Jetzt geht's zur Burger Challenge. So, und jetzt sind wir wieder am Start, Ferdi. Danke nochmal für die Einlage eben. Hier ist das Festival und da gehen wir jetzt rein. Dahinter ist, wie gesagt, ihr könnt alle hingehen, könnt einen Burger testen. Burger kostet 12 Euro, ich lasse es einfach mal so dahingestellt. Aber dafür hat man die Möglichkeit, 9 oder 12 richtig heftige Burger auch zu testen. Ich bin sehr gespannt, ich bin auch gehypt, weil ich wusste gar nicht, dass es dieses Festival gibt, weißt du? Du bist immer sehr gut informiert, was das angeht. Ich habe deinen Horizont erweitert. Ja, du bist mein deutscher Bruder, was soll ich sagen? Ja, stimmt. Die lange Stange. Also von der Körpergröße. Komm, von Reutling. Ehrlich, aus Reutling kommt ihr? Habt ihr ordentlich einen schon gezwitschert, ne? Nein, nur ein bisschen. Ein bisschen? Okay, nicht zu viel. Wollt ihr Burger hier jetzt extra testen? Nee. Na, aber hier müssen wir. Testen nur Bier. Wir sagen Nein zu Alkohol. Lass den Daumen knallen. Genau.
Teilt den Daumen hoch. Lass mal hier kurz unser Intro machen. Wir machen hier Intro und denkt danach ein Video bei Ferdi rauf und schön die anderen Burger abchecken. Und wenn das Video knallt, dann machen wir das Ganze nochmal. So sieht der Phase aus. Wir gerne reisen wir durch alle Festivals. Ja, wir reisen alles ab da. Ja. Wir haben jetzt bei Ferdi das Intro gemacht. Mal wieder den legendären Handcheck-Fail. Wollen wir nochmal wiederholen? Wir machen das jedes Mal. Nee, lass doch wie eben machen. Wir kriegen das nicht. Wir kriegen es nicht auf die Reihe. Mein Plan ist auf jeden Fall, heute bei diesem Festival noch nicht die zu testen, die ich kenne, die Läden, sondern welche, die ich nicht kenne. Ja. 40 Euro Ticket? 2-Tages-Ticket 70. Die Frage ist aber, wie viel kann man hier denn essen dafür? 10 Euro, gar nichts jetzt kriegen. Moin, mein Lieber, grüß dich. Ich habe eben zum Kollegen gesagt, der hat uns zu dir geschickt. Mit Manuel Kreuzer sind wir, weiß als Farbrede, weiß Bescheid, wir drehen für YouTube-Videos. Der also, du weißt, dass du hier auf dem Handfestival bist und gar nichts mit den Burgern zu tun hast. Ehrlich? Ehrlich? Aber wir sind auf dem falschen Festival. Wir sind komplett falsch. Das ist, glaube ich, das Hippie-Festival. Das ist das Punker-Festival. Wir sind komplett falsch hier. Da hätten wir mit dem Kleid von vorher auf jeden Fall reingepasst. Ich sag dir das, Ferdi. Ja, da ist der Champions Burger. Schau doch einer an. Wir sind am Start, Ferdi. Ich sehe da auch schon was. Ja. You're welcome, Ferdi. Ja, das sieht mega cool aus, ne? Ja. Mega cool gemacht. Und einmal kann man hier dann im Kreis, da sind überall die Burger. Komm, wir gehen einmal rum. Lass uns einmal. Wir gehen einmal rum und suchen uns drei aus. Aber ich feiere das. Ja. Das können sie auch mit Döner machen. Das wäre mit Döner geil. Das müssen wir raus. Weltmeisterschaft. Das müssen wir rausschneiden, das veranstalte ich dann. Ja. So, House of Burgers Berlin. Den kenne ich zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, wenn der Holle kommt, dann fangen die an zu zittern ein bisschen. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja, ich merke so in den Augen, so der Holle läuft hier rein und alle so ein bisschen so am Zittern. Ne? Das ist so wie wenn Tag der offenen Tür bei einer Messe und wie ein Schiedsrichter auf dem Champions League-Finale. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Boah, guck mal hier. Ach, da kann man den Burger sehen, wie der aussieht. Ah, der ist ja euer Burger hier. Geht der jetzt raus oder steht er zur Schau sozusagen hier? Der steht zur Schau. Ehrlich? Wolle, der steht seit 12 Uhr zur Show. Ja? Lass ihn reinmachen, Alter, dann machst du... Wir müssen uns heute entscheiden, weil es darf heute nur drei geben. 50 Mal an. Hast du dich angerufen, ja? Scheiße, Bruder. Tut mir leid, Schande über mein Haupt. Und der sieht wirklich saftig aus. Was würdest du machen, wenn jetzt auf einmal kommt ein Kunde, der hat einen Burger bestellt, greift daneben, greift den auf einmal und snackt da rein, denkt sich, Alter, was habt ihr gemacht, Junge? Also zum Glück stehe ich ja noch hier und gebe dich rüber. Okay, ich guck mal rum. Wir sehen uns vielleicht dann gleich noch mal zu dem Burger. Ich weiß noch nicht, ich muss mir erst mal ein Urteil bilden. Snackburger, den kennen wir alle. Die haben ihren typischen Snackburger, aber so wie er so generell ist. Also Riesenschlange. Man muss ja auch gucken, Leute, mal von der Schlange her. Guck mal hier zum Beispiel Snackburger. Ordentlich was los, aber House of Burgers auch nicht schlecht. Also es kommt auch auf die Aufmachung von außen an, ne? Guck mal hier, die spielen hier ein dickes Video oben ab. Und so, da willst du natürlich den Burger testen und hier nebenan haben Nachteil. Das Auge isst mit und auch wenn es von außen nur Schein oder Sein ist, das macht viel aus. Das macht sehr viel aus. Moin, Jungs, moin. Hier ist Boss House Burger. Der schmeckt, super. Der schmeckt, habt ihr gegessen schon? Den noch nicht? Der schmeckt. Ja, aber du hast noch gar nicht gegessen. Ja, okay, alles klar. Lügt er? Geil, kommst du. Ich wusste es. Ich dachte schon, die Jungs von Boss House stehen hier selber, aber dieser Gedanke war unrealistisch. Boss House Burger wird mich schon reizen. Guck mal, wenn man da jetzt rüber guckt. Oh, darf ich da mal rauffilmen, mein Lieber? Guck mal, oh, der ist auch mit Liebe hier gemacht. Wie kam der denn auf die Idee? Ja, das ist eine Knoblauch-Zwiebel-Creme. Ah. Die schlagen wir lange bei 4 Grad und dann wird die ein bisschen steifer, weißt du? Die hat gute Standfestigkeit. Sehr, sehr, sehr gut, weil das ist ein großer Kritikpunkt bei vielen Burgern. Ne? Ja, meistens ist wie macht ihr den steif nochmal? Das habe ich nicht verstanden. Bei 4 Grad wird er lange geschlagen. Okay, geil. Sehr gut. Mindestens. Der wird durchgeprügelt. Der wird richtig durchgeprügelt, ne? Das ist aber haram, ne? Das kannst du nicht essen, Scheiße. Aber die prügeln das Ding durch, das kannst du dir sicher sein. Ich habe eben gesagt, eigentlich muss man das nehmen, wo die meisten stehen, aber andererseits ist es auch Werbung einfach viel, ne? Manu, grüß dich. Hier, der Veranstalter ist am Start. Ich komme mal hier rüber einmal. Was ist hier los? Wirst du gerade tätowiert? Ja, klar. Ah, hier, den kenne ich doch auch, den Kollegen. Sold out, geil, korrekt. Cool, Mann. Was gibt's heute? Den Champions Burger, habe ich mir gedacht. Geil. Bänder. Nee, haben wir überhaupt gar keine Bänder. Wir euch jetzt auch. Ehrlich? Ja. Und dann können wir so snacken, oder? Ja, klar. Ehrlich? Du vorne an? Geil. Ja, Traum. Geil, Mann. Wir kriegen Bänder. Wir müssen heute nicht zahlen. Oh, ich muss einmal rum, sorry. Nee, das geht schief. Ich kenne das. Oh, Scheiße. Der erste Truck hier vorne, ne? Okay. Ja, entspannt.
Wenn das Geld leer ist, gehst du es wieder auffüllen. Geil. Okay, ah, okay. Ordentlich was los, ja. Und ich glaube, das wird von Stadt zu Stadt wird das wachsen. Auf jeden Fall. Aha. Das ist auf jeden Fall. Stabil, wo ist mein Ferdi? Egal, wir bringen Ferdi das mit einfach, okay? Der beste Burger ist da vorne, Rekas. Rekas, den werde ich als erstes testen, Ferdi. Das ist meiner. Welchen nimmst du? Rekas, das ist Nummer 1 für mich. Okay, dann hast du schon mal deinen ersten. Unscheinbar, ja. Aber geil. Den habe ich Nummer 1 und dann gucken wir uns noch ein paar mehr Burger an, bevor wir jetzt alles hier erstmal angucken. So machen wir das. Danke, Rudi. Also ich werde da vorne irgendwo snacken. Lass uns hier einfach in der Mitte ansiedeln und dann treffen wir uns gleich nach dem Burger. Okay, jeder holt seinen Burger und dann treffen wir uns nach der Bewertung. So machen wir das, genau. Also. Geil, bis gleich. So Leute, jetzt trennen wir uns kurz. Jetzt geht's los, Runde 1, Rakers Makers. An denen ist man vorbeigelaufen. Wisst ihr, an denen bin ich vorbeigelaufen. Den habe ich euch nicht mal gezeigt. Ich dachte, das wäre eine Pommesbude. Oder war das der da vorne? Nee, ganz einfach vorbeigelaufen. Das geht natürlich nicht. So, stark hier. Guck mal, Rakers. Hi, mein Lieber, grüß dich. Oh, das ist euer Burger? Ja. Wild. Oh, der sieht stark aus. Also, wenn ihr jetzt nicht spätestens das zweite Video sehen wollt, weiß ich auch nicht. Ich nehme einen Burger. Ist für mich? Oh, thank you very much. Thank you, thank you. Oh, ich kann direkt den Burger nehmen. Rakers ist Nummer 1, Leute. Ui, da bin ich aber wild heiß drauf. Scheiß auf Sitzen, Leute. Wirklich, echt. Ich weiß, ihr regt euch jetzt wieder auf, Holle, setzt euch nicht hin. Aber ich kann nicht anders. Ich brauche hier einmal komplett meine Ruhe, sonst kann ich mich nicht reinfassen. Irgendjemand wird mich die ganze Zeit stören. Auf ganz Holle Style gehen wir hier den hier. Wer Videos macht, wird mich fühlen. Selber, weil manchmal ist einfach ganz fluffig. Super fluffiges Bun. Also selten so ein fluffiges Bun von außen gehabt. Jetzt kommt die Begeisterung in mir wieder hoch. Ich liebe es. Ganz knuspriges Bun, Mayo-lastige Soße. Direkt Chili rein. Geil. Jalapenos meine ich. Schöne Schärfe gestützt von der Mayo. Der Burger ist eine Ansage, Leute. Weicher Schmelzkäse, ein bisschen Goldies-like ist das. Und ganz weich im Durchbiss. Das ist so ein schwieriges Kriterium beim Burger. Glaubt es mir. Ihr wisst, wie viele Burger ich gesehen habe. Dieser weiche Durchbiss, den hast du bei den wenigsten. Unter Haching, Goldies, dieser ganz weiche, geschmeidige Durchbiss. Da musst du das perfekte Fleisch haben, den perfekten Bun. Alles muss stimmen. Da ist der Burger mutiert, Mann. Auf einmal schießt er mit Goldies-Vibes rein, aber vom Allerfeinsten und nicht schlechter. Das könnt ihr mir glauben. Käse, Ketchup, Gurken, Zwiebeln. Bam. Und dann schießt er wieder hinterher mit der normalen Mayo. Das ist ein verrücktes Teil, Leute. Goldies-Vibes, bam, wieder zurückgeswitcht. Und wir haben wieder den alten Burger. Was ist das für ein scheiße geiles Teil, Leute? Wirklich, also. Todesheiß noch von Inner Burger. Hast du auch selten. Bei Burger Vision ist das sehr stark. Und guck mal hier, was ich jetzt nämlich hier hatte. Todeskäsigen Biss. Das ist ein Burger, der bringt alles mit. Boah, dass ich gleich die Rakete hab. Ferdi, tut mir leid für dich, Alter. Der Arme. Und hier die kleinen Zwiebelchen, seht ihr das? Ach, mein Fuß tut weh, aber es ist mir scheißegal. Ultrakäsiger Biss, also, dass ein Burger so viel Facetten aufweist, hätte ich niemals gedacht. Erste Passage, bam, Mayo. Zweite Passage, Goldies Phase. Dritte Passage, die Käsephase, aber vom Feinsten. Scheiße, mein Fuß macht Aua. Ich lass mich hier hin. Oh. Harter Knack von der Kruste vom Patty. So verdammt sapschig das Bun jetzt. Guckt euch das doch mal an, ey. Ich mach das, brech das Video jetzt ab hier. Also das ist verdammte Scheiße. Das ist einfach zu stark. Und kommt so ein heftiger Gurkenkick rein. Verdammt kranker Gurkenkick. Wieder die Jalapenos. Das ist einer der besten Burger meines Lebens. Ich schwöre euch bei meinem Leben. Es ist beinahe noch ein Upgrade vom Goldies Burger. Du hast zwischendurch die Goldies Vibes, du hast aber noch ganz viele andere Facetten. Erster Biss hätte die Soße noch, wenn man einen minimalen Punkt finden könnte, die Soße ein bisschen, nur der erste Reinbiss. Auch Endlevel? Nein, das kannst du nicht machen. Du musst es reinkommen. Aber da war die Mayo mir ein bisschen zu gewöhnlich. Aber dann bam, knallt der rein, ey. Das darfst du eigentlich gar nicht sagen, weil dann hört sich das so an, als wäre das nicht lecker gewesen. Scheiße, ich weiß nicht, was ich mit dem Burger mache, Leute. Ich muss meine Bewertung jetzt direkt mal angucken. Was hast du für, ach, du hast den einen genommen, den Soldo, ne? Ja, und der ist stark, Digi. Ja? Der ist richtig stark. Ich wollte jetzt fragen, wir bewerten nach Punkten, oder? Mhm. Nicht nach den 5 Kriterien, die Sie hier nehmen? Nee, wir nehmen einfach Punkte. Okay, das wollte ich nur mal kurz fragen. Du sagst deins, aber erst in deinem Video. Ja, ja. Ne? Du sagst deins in deinem Video. Nee, ich mache Bewertung am Schluss, Leute. Ich mache Bewertung am Schluss. Ja, machen wir am Schluss, vergleichen wir es. Ja, genau. Aber ich guck mal eben noch mal rein bei mir. Ich muss mal eben einmal an mich gehen noch mal. Boah, ich glaube, ich weiß, was ich gebe, ey. Ganz oben dabei, Leute, ganz oben dabei. Alter Verwalter, ey. Ich gebe den Jungs noch mal Feedback. Very good burger. Yeah, very good. I try to explain in English, but my English is so bad. In Germany, I'm professional burger tester. Yes, yes, I understand. Yes, and this is one of the best burger in my life. Yeah. Yes. And that's, I'm extremely happy to hear that. I mean, it's just amazing that people, they will try this and they think, wow, what a burger. I mean, that's for me,
Wow. Everything, yeah, it's really everything, actually. Oh. Because no one knows us here. We are new in Berlin. We are not from Germany. We are from Sweden now. Yes. Yes. So it's unbelievable, unbelievable. It's actually. So yes. Good, Burger. Yes. I see that you make the onions. Yes, yes. Guck mal, Leute, ey, das ist eine... Da macht er die geilen Zwiebeln hier. Oh, die sind so geil, diese Kombi, Leute. Diese Kombi mit den Senf, mit den Zwiebeln, alles. Diese Kombi in den Burger, diese McDonald's sind geil, ist so heftig. Oh, so stark, ey, das ist einfach nicht normal. Oh, wild ist das. Stark, stark, stark. What kind of buns do you have? Brioche. Brioche, yes? You make it by yourself, yes? No, not these ones, but the one back home in Sweden we do. Specially made for us. For you, yes? Yeah. Here in Germany? No. Ah, you bring it in from Sweden? Yeah, no. From I think from Spain. From Spain, ah. From Spain. So good. Nobody else has this bun, yes? No. Oh. So good, so thank good. You. Very good so burger, much. So good. Die Jungs, ich gehe gleich auf die Knie. Die anderen können einpacken. Wo ist mein Ferdi? Ferdi! Einmal noch mal kurz zum Manu vom Veranstalter. Ein, zwei Sachen zum Konzept hier. Das Konzept ist grundsätzlich ganz einfach, Olli. Wir wollen, dass Deutschland die deutsche Burgerkultur mal wirklich kennenlernt. Und zwar in deiner Stadt die besten Läden Deutschlands. Und nicht ich als Veranstalter entscheide, nicht ihr als Blogger entscheidet, sondern der Kunde entscheidet selbst beim Kauf eines Burgers mit Voting oder die QR-Code, was ist das beste Bun, das beste Fleisch, die beste Kreation, der beste Gesamteindruck. Und dadurch ist alles ultra fair und clean. Er bewertet nach 5 Kriterien, ne? Ja, richtig. Ja. Und jeder Burgerladen kassiert auch dasselbe Geld. Das heißt, keiner kann irgendwie doppelt so viel drauf machen oder jeder ist quasi in der Kreativität und in einem eigenen Anspruch absolut straight. Geil. Cool, also richtig geiles Konzept. Machen wir. Ab zum nächsten Burger. Oh, der sieht auch nicht schlecht aus. Oh, guck mal hier, Ferdi. Der sieht auch nicht schlecht aus. Wagyu-Weiterhaltung. Ah, ist mit Wagyu drin. Kenn ich das. Sogar. Ja, ja, okay. Oha, und das wird hier gemacht, original japanisch. Also bei Wagyu müsst ihr immer bedenken, erwartet nicht den intensivsten Burger, den ihr gegessen habt. Oft ist es eher geschmeidig, ne? Ich dachte auch früher, bam, das knallt mich jetzt weg vom Geschmack, aber nein, es ist eher geschmeidig. Den habt ihr schon gegessen, ja? Ja, den habe ich auf den Barbecue-Weltmeisterschaften probiert. Okay. Hey, Ranchi ist am Start, Mann. Das geht. Das hat gut geklatscht, Mann. Olle hat gesagt, er nimmt dich heute hart ran, ne? Ja, sehr gerne. Also, je härter, desto besser. Ja, okay. Je Olle, umso toller. Wie wirkt das auf dich ein, das Event jetzt? Super. Also ich feiere das hart, wirklich, muss ich sagen. Also spätestens zweite Runde sind wir bei dir. Sehr gerne. Ich werde jetzt erstmal hier nochmal schauen. Ich habe so einen Esel, ich muss mir schon Akku von denen leihen, das ist mein letzter Akku gerade. Ach so. So eine Scheiße, die Kuss. Danke euch. Ich denke da bei irgendwo schon rumschauen. Olle, hast du einen schon so anvisiert? Nee, noch nicht, aber den haben wir ganz übersehen. Hast du einen anvisiert schon? Ja, ich habe einen. Ich glaube, Asado oder Rico. Ja, das ist... Einen von beiden müssen wir. Oder Asado ist so... Ich bin halt grillaffin, weißt du? Oh, der sieht aber auch wild aus. Guck mal hier, den. Den könnte man mal einfach spaßhalber ausprobieren. Und Roundies Burger, liebe, gibt es auch noch. Die haben hier immer so Bilder drauf, wisst ihr, wo man sehen kann, wie die aussehen ungefähr. Ja? Wolltest du probieren? Den soll ich probieren lassen. Das ist meine Rezeptur. Ehrlich? Aber was ist da für ein Zwischenspatty drauf? Ein Roundie. Burgis ist quasi der Kartoffelknödelhersteller Nummer 1. Alles nachhaltig und bio. Ja. Und der sagt, das, was auf dem Big Rösti drauf ist, muss eigentlich Roundie heißen. Ja. Und der veröffentlicht sein neues Produkt mit diesem Burger. Scheiße. Bayerische Dépendant. Potato Bun, Blaukraut, Kartoffelrösti, Tête Morn. Okay. Geistes Beef, Halal. Nochmal Tête Morn und eine geile Morn, ein spezieller Käse. Tête Morn. Kennst du den Käse mit den München drauf? Nee. Das ist er. Gestern? Okay, cool. Ich werde alle jetzt einmal angucken, dann muss ich mich entscheiden. Ich weiß selber noch nicht. Na, Bloody Burger hier auch am Start, da war ich auch mal vor langer Zeit. Grüß dich, alles gut? Ja, super, danke, danke. Der war geil, Leute, der Burger. Den habe ich schon mal getestet. Es ist etwas länger her, aber der war geil. So, dann haben wir den hier noch. Wir müssen eben einmal uns entscheiden. Der sieht auch heftig aus. Guck mal hier. Der sieht gut aus. Rico Burger, was haben wir denn? Oh, der sieht ja auch wild aus. Trüffel. Trüffelburger, gewagt. Auch eine gute Schlange am Start. Oh, das ist der Barcelona-Pisse. Ah, ich glaube, den muss ich hier testen, ey. Ich hoffe, Dings nimmt den. Nee, da ist mir zu viel Soße beinahe. Den willst du, ne? Den würde ich gerne. Ja, komm, wenn du mir übergibst. Du nimmst den, ich weiß schon, was ich nehme, glaube ich.
Oh, schreibt mal in die Kommentare, was ihr genommen hättet von den Burgern. Also ich muss mich jetzt entscheiden. Weißt du, welchen du nimmst jetzt? Ich nehme den 1313 Barbecue, glaube ich. Alles klar. Ja, dann sehen wir uns gleich dazu nochmal. Wie war dein erster Burger eigentlich? Der war richtig gut. War wie war deiner? Meiner war auch richtig gut. Lass uns nochmal detailliert quatschen. Dann machen wir später nochmal. Auf jeden Fall. Und der sieht auch genauso aus wie auf dem Bild. Der sieht schon stark aus, ey. Ich glaube, den teste ich heute nochmal, weil der so special ist. So, jetzt geht's für mich in Runde 2, Leute. Ich teste erstmal Roundies und schnapp mir den Ferdi weg. Ich teste den Roundies erstmal und dann kommt Nummer 3. Ich teste euren Burger jetzt hier einfach mal. Sag dir jetzt mal. Ja? Ja. Das wäre auch mal gern so begehrt wie der Burger. Ich glaube, unter der Männerwelt bist du genauso begehrt wie der Burger. Sehr gut aus, das Fleisch. Da kommt das Rotkraut, ne? Rotkohl. Rotkohl Chutney ist das. Okay, wild. So, magst du Medium, ja? Ja, sehr gerne Medium, unbedingt. Knödel drauf. Knödel drauf. Rotkohl drauf. Und drüber. So muss das, geil. Rein. Oh, toppi. Toppi, toppi, toppi. Mega, danke dir, mein Lieber. Ich gebe euch gleich nochmal Feedback. Okay, danke, mein Lieber. Hier ist der Kollege. Der ist aber richtig sapschig, da muss ich mir gleich die Hände waschen. Blaukraut läuft richtig runter. Scheiße, ey. Erstmal kam der Käse rein, dann kommt so ein leicht tomatiger Kick. Ist irgendwie mit tomatig angereichert, die Soße. Und dann kam wieder der Käse rein. Eine Saftbombe. Hätte nicht gedacht, dass der Bergkäse gut passt. Er passt wirklich noch. Fleisch etwas härter von der Konsistenz, hat ein bisschen weicher gekonnt. Der typische Bergkäse. Ein Glück sind der Rest der Zutaten so intensiv, dass er nicht komplett alles einnimmt. Der Kartoffelpatty, den merkst du eher im Biss. Er gibt Cremigkeit. Er gibt Cremigkeit, wenn du jetzt darauf achtest. Die Cremigkeit ist drin, diese leichte Lieblichkeit vom Kartoffelpatty. Ist an sich eine geile Kombi. Jetzt merkst du den Kartoffelpatty. Kartoffel sogar noch so gefühlt ein bisschen stückig. Habe ich hier noch Gürkchen gehabt? Das wird ein langes zweites Video, Leute, wenn ihr das wollt. 9 Burger mit dieser Ausgiebigkeit fehlen dann, glaube ich, noch. Ich mag diesen Mehrfachknack. Knack von diesem Kartoffelrösti, vom Bun, von der Röstung, vom Fleisch. Angenehm zu essen, was das angeht. Rotkohlrelish gibt die Süße. Ich dachte, der Burger wird Katastrophe, Leute. So mäßig einfach mal jetzt irgendwie wild was versucht. Schön im Abgang, wie so ein Pommesgewürz. Das gibt man nur 0,1 drauf. 0,2 vielleicht sogar, 0,1. Schöner Abgang. Man muss auf vieles achten beim Burger. Das ist wieder ein Burger, das Video, das flasht mich, Leute. Das macht mich so geil, dieses Video. So, ich wollte dir einmal Feedback geben. Also mein erster Gedanke war, wo ich den Burger gesehen habe, so, da kann ja nichts werden. Die haben da einfach irgendeinen Schmarrn zusammengemixt, ne? Aber Burger war wirklich lecker. Hätte ich nicht erwartet. Ja, geile Kreation, hat gepasst. Schöne Momente. Hier stimmt alles. Die Atmosphäre, die Burger. Also war wirklich gut. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Ne? Schönen Tag noch. Da lohnt sich zu testen. Und wenn ihr auf ausgefallene Burger steht, müsst ihr den Burger unbedingt testen. So, wo ist mein Ferdi? Ferdi! Ferdi! Also Manu sagt gerade noch, wir hauen hier 5 goldene Tickets für das Festival raus. 5 goldene Tickets, 5 Teilnehmer, all you can eat, all you can drink bei thechampionsburger.de in Hamburg. Krass, Alter, krass. Also ich verlose dann selber in den Kommentaren. Also ihr müsst in die Kommentare schreiben. Genau, Kommentare und liken natürlich. Likes genau. Aber auf anderen Kanälen. Und ich suche 5 Stück aus, du gibst mir rüber und ich schicke euch das. Ja, Mann, noch zusätzlich. Kuss, Kuss, danke Manu. Ah, Ferdi. Oh, das ist ein Kracher, ey. Guck mal, wie dick der ist. Guck mal hier, ey. Und so Anfangsfeedback, was sagst du? Mehr Schein als Sein. Sehr siffig. Und kennst du Politbeef? Das nervt, wenn es die ganze Zeit zwischen den Zähnen hängen bleibt. Und das ist so, das macht keinen Spaß mehr zu essen. Ist da Pulled Beef drin ja, auch? Ja, das ist ja komplett Pulled Beef im oberen Bereich. Okay. Und das versaut dir ein bisschen dieses Burger-Erlebnis, weißt du? Okay, aber trotzdem noch lecker, nur jetzt nicht. Ja, so. ja, definitiv. Mhm. Ich rede jetzt nur vom Spaßfaktor beim Essen. Okay. Also Leute, bei Ferdi rumgucken, auch den Teil von Ferdi. Dann seht ihr, was da genau abgeht. Was für einen dritten Burger wird es bei dir geben? Ja, wie ist deiner? Erklär mal, deiner war gut? Ja, warte mal ganz kurz. Also ich habe jetzt 313 Barbecue gewählt und du kannst den letzten frei wählen. Gibst du mir 313 Barbecue? Oder wo? Du kriegst den 313, der sieht übrigens richtig geil aus. Ja. Und ich habe ja jetzt ein bisschen freie Wahl und suche mir meinen dritten aus, ja? Okay, treffen wir uns danach, du sagst mir dann, welchen du genommen hast. Ja. Ja, dann gehe ich mal 313 Barbecue testen. So, das ist der Burger.
Der hier ist es. Mal gucken, wie er denn in echt aussieht. Jungs, hier muss euer Burger-Test sein. Mal. Der sieht geil aus auf dem Bild. Salt Caramel-Soße ja. Ist drauf. Dann haben wir zwei Patties, Cheddar-Käse, Cheddar-Pops. 100%ig Käse ist das. Wild. Das ist Popcorn, das ist Käse. Wild, ja, okay. Für den Crunch. Ah, ja, geil. Juicy ist. Okay. Und was war das für eine Soße nochmal? Salt Caramel. Salt Caramel. Ah, oh, stark. Auch geilen Pfeffer macht ihr drauf. Ich riech den doch bis hierhin. Ja. Ist doch so, ne? Machen wir auch drauf. Und noch eine schöne Soße obendrauf. Was ist das für eine Soße hier? So eine weiße Barbecue-Soße. Weiße Barbecue-Soße. Oh, stark. Bitte schön. Perfekt. Liebe verpackt. Danke dir, mein Lieber. Das sieht gut aus. Dann test den, bevor der kalt wird, dann komme ich gleich nochmal wieder, ne? Sehr geil. Hier hinter den Eisstand, ey. Da ist mein Kollege. Ich denke, ich habe ihn ausgiebig gezeigt. Ich muss jetzt nicht mehr groß zeigen. Ich snack direkt rein. Die Kamera steht hier auf 7:30. Hier ist immer das Wichtigste, Leute, dass ich meine Ruhe habe beim Filmen. Das kann ich nicht denken. Ich habe Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Wenn ich mich ablenken lasse, ist vorbei. Filme ich lieber so als im Sitzen da hinten. Geiler Hintergrund. Pfeffer, Umami, Salz, Kräutersalz-Feeling. Geil. Crunch von diesem Popcorn. Wirklich richtiger Crunch. Es ist wie Popcorn, nur dass es Käse ist. Verrückt. Ihr seht es hier nochmal. Ultra saftig von innen, aber nicht zu doll. Sehr wenig Käsetouch, was nicht negativ zu sehen ist. Ich hätte gedacht, das ist so eine Käse-Explosion. Schöne Gurken, immer wieder der Crunch von dem Popcorn. Ich feiere das so hart, dass jetzt mal andere Burger da sind. Bisschen was anderes, bisschen was zu bewerten. Nicht immer das gleiche. Bun fluffig, briochig, süß. Schönes Ding. Wenn der erste Moment weg ist, der erste Kick, kriegt dich die Süße von Brioche durch den Burger. Punktuell immer wieder der Crunch vom Popcorn und diese saure Note von den Gurken. Diese sauren Gurken, diese Säure, dieses Kräutrige, dieses Eingelegte, das kriegt dich durch den Burger. Und wieder der so Umami-Kick. Nicht zu doll, nicht zu unnatürlich. Stark der Burger, der bringt Spaß. Geile Kombi, ausbalanciert. Bun super. Kommt immer wieder rein. Immer wieder diese Kräutersalznote. Nicht vergessen diese karamellisierten Zwiebeln. Aber das Brioche trägt einen bis zum Schluss. Es trägt einen bis zum Schluss. Leute, Kreativität on point, Mann. Was ist das für eine geile Kombi? Die bewerten hier ja alle nach Kreativität, auch anderen Bewertungskriterien. Ich bewerte nur Geschmack. Aber die Kreativität, es war mal so anders, Leute. Es war mal so anders. Gewagt und geil. Gewagt und geil. Wenn ich jetzt zusammenfassen müsste in ein, zwei Sätzen. Gewagt, weit aus dem Fenster gelegt, aber sehr geil. Danke. Sehr weit aus dem Fenster gelegt. Wirklich, hätte ich nicht mit gerechnet, aber es ist ultimativ geil. Wenn ihr hier drei Burger zur Auswahl habt, ihr werdet ja mal nach meine Bewertung sehen. Aber den müsst ihr auch testen. Kommt ja am besten zwei Tage her. Wir müssen ja auch noch mal wiederkommen. Klar. So, wo ist mein Ferdi? Ferdi! Markierst du Kai 74, okay? Ja, das ist ja ein YouTube-Video, das wird schwer. Ja, okay, haut rein, Jungs. Ciao, ciao. So, ihr habt's gehört, Leute. Markieren kann ich aber nicht. Jetzt habe ich den Display noch mal auf letzten Meter dreckig gemacht. Jetzt gibt's Bewertung. So, ich möchte meine Bewertung sagen. Ich bin gespannt. Ich habe zwei richtige Kracher gehabt und einer war wirklich lecker. Burger 1, sage ich dir, war einer der besten Burger meines Lebens. Ich schwöre es dir. Den würde ich jetzt mal spontan, muss man noch mal testen, Blablub, Undercover, ganzes Programm, aber ich gebe dir eine 9,4. Boah, das ist stark. 9,4 ist halt kein deutscher Burger, ein bisschen kritisch, 9,4. Burger 2 gebe ich eine 7,5. 7,5 war stark, Fleisch nicht so on point, es geht nun mal auch ums Fleisch zum großen Maße. Da ein bisschen Verbesserungspotenzial, aber starker Burger, Kreation, geil. Luft nach oben sogar. Den dritten Burger gebe ich sogar auch, ich schwank zwischen 8, 9 und 9. Ich blende das hier ein, falls ich jetzt noch was anderes sage, aber ich gebe einfach mal eine 9, der war ultra geil. Das ist stark, geil, geile Sache. Das heißt, du warst zufrieden? Ich war sehr zufrieden, ich war sehr zufrieden. Also an euch, denkt noch mal in den Kommentaren, ordentlich kommentieren. Wir brauchen 1000 Kommentare, 12.500 Likes, dann gibt es 200 Euro Gutschein, 2x100 und noch 5x hier Freikarte wird verlost, alles. Ne, bei Ferdi vorbeischauen, gucken, genau, was er zu den Burgern sagt. Falls wir unsere 12.500 Likes erreichen und die 1000 Kommentare, gibt es auch Runde 2 und da werde ich alle Burger hier fetzen in einem Video. Also, das ist stark. Stark. Also, haut rein, geil. Abonniert seinen Kanal, meinen Kanal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.